Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu den SSO Update News vom 11. September 2019. Diese Woche gibt es ein Hui und auch irgendwie ein Pfui und eine Ankündigung in eigener Sache. Kommen wir als erstes mal zum Hui, denn das Druidentraining ist wieder da. Wir haben nicht wirklich viel neue Beschäftigung dazu bekommen diese Woche, aber ich finde diese Information mega, denn ich habe das Druidentraining geliebt, als ich das damals gemacht habe, und ich war echt traurig, als das vorbei war, muss ich wirklich sagen. Viele haben es gehasst, ich fand es klasse. Und das Druidentraining kehrt zurück. Und zwar müsst ihr das Ruflevel beliebt bei den Bewahrern IDs erreicht haben, beim Sonnenkreis im Übrigen. Und ihr müsst noch einmal mit Elisabeth gesprochen haben danach. Und dann bekommt ihr eben die unterschiedlichen Aufgaben, die wir da machen konnten im Zuge des Druidentrainings. Mal weicht den Flammen aus, fangen, lasst sich nicht erwischen, Kreuzfeuer, präzises Reiten, Hinderniskarussell, Schmetterlingsjagd, Symboljagd und Spurwechsel. Diese Aufgaben, die rotieren nacheinander durch, und wir haben nie jeden Tag alle Aufgaben, aber wie gesagt, es wechselt sich halt einfach immer ab. Und jedes Mal, wenn ihr diese Aufgaben abschließt, bekommt ihr Erfahrungspunkte für euer Pferd. Ihr habt also jetzt eine weitere Möglichkeit, beziehungsweise wir haben eine weitere Möglichkeit, unser Pferd zu trainieren. Freut mich auf jeden Fall wirklich richtig sehr, weil ich das immer klasse fand. Und was für mich ein bisschen überraschend gekommen ist: Reed Kessler und Tobbe Larsen sind auf einmal weg. Sie sind ja schon ewig lange bei Star Stable dabei, länger als ich Star Stable persönlich spiele. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass die jemals aus dem Spiel genommen werden. Das verwundert mich irgendwie mega, weil damit hätte ich nie gerechnet. Ihr? Ja, und der Ausblick auf nächste Woche, das ist für mich so ein bisschen so ein Pfui. Warum? Gary Goldzahn kommt zurück. Was heißt das? Ja, das heißt, dass wir nächste Woche neue Urpferde bekommen. Das heißt aber nichts anderes als, hey, uns fällt nichts Besseres ein, als ein Pferd reinzuballern in der Hoffnung, ihr kauft es. Die Urpferde, ja, erfreuen sich natürlich immer großer Beliebtheit. Jetzt war ja letztens auch noch eine Umfrage da, welche einem am meisten fehlen. Aber ganz ehrlich, es kamen erst letzte Woche neue Andalusier und jetzt nächste Woche schon wieder die Urpferde. Das heißt, nach 2 Wochen schon wieder ein Update mit Pferden und nicht mit Inhalt. I don't know. Also ich bin kein großer Fan davon, weil wir gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Pferde zum Kauf geboten bekommen, aber auch gefühlt immer weniger Inhalt. Das muss ich wirklich sagen, will ich gerne kritisieren, weil das finde ich jetzt nicht so ganz geil. Ich weiß, dass sich viele auf die Urpferde freuen und dass man sie, wie gesagt, natürlich auch nicht kaufen muss, aber ich finde einfach, Pferde, neue Pferde oder alte Pferde nochmal, überwiegen einfach momentan und I don't know. Und die Ankündigung in eigener Sache ist folgende. Ich weiß es nicht, ob ihr das gelesen habt im Community-Tab. Ich werde das in Zukunft alles ein bisschen anders regeln mit den Star Stable-Videos. Ich werde da auch demnächst mal noch ein Video zu bringen an DSG. Das kommt übernächste Woche. Damit es nochmal alle mitbekommen. Ich werde das in Zukunft anders machen als bisher mit Star Stable. Und zwar werde ich weiterhin die News machen. Ich werde weiterhin einen Pferdekauf machen, wenn neue Pferde reinkommen, die ich gerne hätte. Und ansonsten Quests mache ich erstmal nicht mehr. Ich werde Quests erstmal sammeln. Ich werde Quests erstmal sammeln, bis ich wieder eine größere Menge zusammen habe, die ich hintereinander weg machen kann. Ich werde auch erstmal keine DSGs mehr machen. Ich werde auch erstmal keine Wins and Fails mehr machen. Ich habe mich entschlossen, dass ich, wie gesagt, die News mache und wenn ich es zeitlich schaffe, irgendwann unangekündigt einen Stream pro Woche, aber ansonsten erstmal nichts mehr, weil einfach so wenig Inhalt kommt, dass ich mir überlegt habe, ich sammle das erstmal und dass ich dann einfach mal wieder ein bisschen mehr Content habe, den ich hintereinander wegmachen kann. Gut, ihr Lieben, aber ich würde mich dann verabschieden. Schreibt doch mal in die Kommentare, was sagt ihr zum Druidentraining, was sagt ihr zu der Sache mit Reed Kessler und Tobbe Larsen. Und freut ihr euch auf die Urpferde? Ich, ehrlich gesagt, bin mir ein bisschen unsicher. Kommt drauf an, ob es neue werden oder wieder alte. Gucken wir mal. Also dann, macht's gut. Tschüss.